Heute sind wir bei McDonald's in Freising zur vierten Station unseres diesjährigen Wirtschaftssommers 2018. Unsere Gäste auch schon hinter die Kulissen mitschauen, wie bei uns läuft, was für Sauberkeitsstandard haben wir, was für Qualitätsstandard haben wir, wie es bei uns alles abläuft. Das hat mir wirklich gefreut. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen als Franchise-System natürlich. Wir haben insgesamt 234 Franchise-Nehmer bei uns bei McDonald's Deutschland. Davon, die haben 91% der Restaurants, sind Franchise-Restaurants und die 9% gehören uns. Wie kann man Franchise-Nehmer werden? Man braucht für die Bewerbung 25% frei verfügbares eigenes Kapital, und zwar 500.000 Euro als Einstiegskapital. Neuen Restaurant der Zukunft sind quasi der Servicegedanke, das Küchenkonzept und auch die Digitalisierung stehen da einfach im Mittelpunkt. Derzeit ist es so, zum Beispiel Produkte, die wir im Restaurant der Zukunft zubereiten, werden nur noch auf Bestellung zubereitet. Also wir haben nicht mehr diese klassische alte Warmhalte, sondern wir bereiten erst auf Bestellung zu. Das ist zwar im ersten Moment für den Gast, denkt er, dass er vielleicht eine bisschen längere Wartezeit hat, aber erstens hat er ein frischeres Produkt, zweitens schmeißen wir weniger Materialien weg. Und dann kommt hinzu die ganze Digitalisierung, das haben Sie ja hier schon gesehen, die beiden Terminals, die wir dort haben, kann man bargeldlos bestellen und bezahlen. Natürlich, es gibt Burgerläden, sprießen aus dem Boden, das wissen Sie alle, ja, Hans im Glück, wie sie nicht alle heißen. Aber wir müssen einfach auch mit dem Markt und mit dem Trend mitgehen, sage ich mal. Ja. Ganz neu natürlich auch seit Februar unsere weltweit global entwickelte App, da war McDonald's halt auch. Haben wir lange gebraucht, bis wir das Ganze ausgerollt haben. Seit Anfang Februar gibt es die kostenlos zum Runterladen. Mittlerweile haben wir 3 Millionen registrierte Nutzer und das Ganze machen wir natürlich. Wir wollen unser Restauranterlebnis revolutionieren. Und deswegen haben wir natürlich auch eine gewisse Produktverantwortung unseren Gästen gegenüber, unseren Lieferanten gegenüber. Und das Motto ist hier natürlich Good Food Fast. Also wir sind zwar immer noch ein Fast-Food-Restaurant, aber es soll natürlich ein gutes Essen sein und ein gutes Restauranterlebnis sein. Und da natürlich brauchen wir da Maßstäbe für nachhaltige Landwirtschaft, für Qualität. Und da sind natürlich die Herkunft der Rohware ist ganz ausschlaggebend, aber natürlich auch nachhaltige Tierhaltung gehört hier dazu. Wir haben ja 365 Gründe für McDonald's, ist gerade unsere Kampagne auf Facebook und auf Instagram, wo wir jeden Tag einen anderen Grund liefern, warum man zu McDonald's gehen soll, aber dort auch immer die Nachhaltigkeitspunkte mit verankern. Also wir versuchen, das Gewicht der Verpackungen immer wieder zu reduzieren. Wir versuchen, aus nachwachsenden Rohstoffen die Verpackungen herzustellen, auch recycelbare Materialien einzusetzen und natürlich jetzt in den Restaurants der Zukunft zum Beispiel die Burger, die in-house gegessen werden, mit der Signature-Linie auf Brettern, ganz ohne Verpackung zu servieren. Ja, klatschen die Leute am Bildern.